Nummer 5. Dieses Foto wurde im Jahre 2001 während der STS-100-Mission aufgenommen. Dieses Foto wurde gemacht, als eine Raumfähre auf dem Weg zu der internationalen Raumstation gewesen ist. Als Kurzinfo, ihr könnt dieses Foto in einer viel besseren Auflösung von der NASA-Webseite selbst herunterladen und es euch anschauen. Naja, zurück zu dem Foto. Fällt euch auf diesem Bild etwas auf? Lasst mich euch helfen. Nun zoomen wir ein wenig mehr heran und dort ist es. Da sehen wir etwas, was auf jeden Fall nicht da sein sollte. Es sieht aus wie 5 metallische Kugeln, die in einer Formation fliegen. Es sind auf jeden Fall feste Objekte, da diese die Sonne reflektieren. Es ist auf keinen Fall ein Fotoartefakt oder Fehler, denn diese treten vereinzelt auf und niemals in der gleichen Form. Und schon gar nicht in einer Formation. Was ist eure Meinung, was das sein könnte? Schreibt es mir mal unten in die Kommentare. Nummer 4. Die nächste Aufnahme stammt von einem Teleskop. Es hat dieses Wabbeln drumherum, das durch die Erdatmosphäre verursacht wird. Wir sehen hier unseren Mond und direkt nebendran 4 leuchtende Objekte. Nach kurzer Zeit kann man beobachten, dass diese Objekte irgendetwas hinter sich hinterlassen. Es gibt leider zu dieser Aufnahme keine Informationen, wann und wo es aufgenommen wurde. Also ist eure Spekulation genauso gut wie meine. Nummer 3. Demnächst haben wir wieder mal ein Foto, was bei einer Mondmission aufgenommen wurde. Das ist eines der ersten Fotos von unserem Mond. Es ist ungefähr 50 Jahre alt. Das war vor der Digitalisierung. Das Original ist auf Filmband. Das, was wir hier sehen, ist eine digitale Konversion. Lasst es mich für euch umdrehen, damit man es besser sehen kann. Hier sehen wir bei einem Krater ein blaues Licht. Es ist schwer zu sagen, was das genau ist, aber das ist nicht der einzige Punkt auf diesem Foto. Es gibt nämlich noch einen zweiten, und zwar hier. Nummer 2. Diese Aufnahme ist in Russland aufgenommen worden. Man sieht hier drauf ein leuchtendes Dreieck. Was interessant ist, ein ähnliches Objekt wurde ebenfalls in USA, Texas gesichtet.
Nummer 1. I think it's moving. Yep, definitely moving. A little, for sure. It's hard to see now with the naked eye. The iPhone's camera is really good. iPhone 13's. Oh, it's very hard to see with the naked eye now. Sun has set. It's practically almost dark now. Real? No, very, very good. This is definitely not a drone. I mean, I was flying a drone when it came in for a landing and I saw this thing. This is unbelievable. And drones, they can't really last this long. It's just sitting there, not doing anything. I wanted to do something, you know. I wanted to, you know, whiz by or something. It's quite amazing, isn't it? With my naked eye, I can hardly now see it. Let me zoom. Still there, it's just the zoom. Waiting for it to move or do something. I'm gonna sit here